Also hier in der Feuerwehr Heilbronn sind derzeit 103 Einsatzbeamte, ca. 300 freiwillige Feuerwehrmitglieder. Wir haben im Stadtkreis ca. 130.000 Einwohner, im Landkreis sind es ca. 450.000 Einwohner. Somit ist die Feuerwehr Heilbronn auch für den Stadt- und für den Landkreis zuständig, gerade mit diesem Fahrzeug. Ja, bei dem Kran handelt es sich um einen Liebherr-Mobilkran, das Modell LTM 1070 4.2, die neueste Generation. Er löst den Vorgänger, den Liebherr LTM 1040, ab. Also unsere Fahrzeuge, wie jetzt der Kran, werden mit zwei Personen besetzt. Es gibt einen Fahrzeugführer und einen Maschinist, der das Fahrzeug auch fährt und auch bedient. Zusätzlich fährt ein Abrollbehälter mit einem Abrollbehälterkran und Wechselladerfahrzeug. Da sind auch noch mal zwei Leute drauf, die auch eine Ausbildung auf dem Kran haben. Und ansonsten sind natürlich auch die Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr in Sachen von Anschlagmittel und Anschlage von Laster ausgebildet. Die Schulung von dem neuen Feuerwehrkran war Teil der Ausschreibung. Das heißt, jeder Kranmaschinist wurde bei der Firma Liebherr geschult. Das heißt, dort fand die Grundeinweisung statt und die fortführende Ausbildung wurde dann bei uns am Standort weiterhin umgesetzt. Ausschlaggebend für diese Krangröße war eben unser Einsatzspektrum. Also wir haben Einsätze auf der Autobahn, wo man eben gerade einen LKW anheben muss. Und mit dieser Tonnage war ich so der Richtwert für die Auswahl für den Feuerwehrkran. Ja. Also wichtig ist bei uns nicht nur die Traglast, sondern eben auch die Ausladung. Das heißt, wir haben jetzt einen Einsatz und ein Fahrzeug hat sich überschlagen, liegt vielleicht 15 Meter neben der Straße, dass wir so ein Fahrzeug eben dann auch noch bergen können. Zusätzlich wird auf unserem Abrollbehälter auch ein Rettungskorb mitgeführt. Mit dem Rettungskorb können wir bis zu 10 Personen transportieren bzw. auch im Bereich Unterflur tätig werden. Ich will auch mal in einem Hafengebiet, um an ein Schiff anzulegen bzw. irgendwo hinzukommen oder Rettungsarbeit in der Höhe machen muss. Ja, das Fahrzeug wurde natürlich so konzipiert, dass wir keinen Zusatzballast mitführen müssen mit dem separaten LKW. Dadurch ist alles natürlich schon am Fahrzeug verbaut, um eine schnelle Einsatzzeit zu erreichen. Also wir sprechen hier, bis das Fahrzeug aufgerüstet ist, ungefähr so bis 15 Minuten, wenn das Team eingespielt ist. Natürlich immer abhängig von den Gegebenheiten und vom Zusatzmaterial. Zum Aufbau vom Wasserwerfer braucht man vielleicht noch einmal 10 Minuten extra. Also wir haben an dem Fahrzeug einen Löschmonitor an der Gittermastspitze montiert. Der liefert 4000 Liter pro Minute an Wasserleistung. Wir können das Sprühbild mit einer Fernbedienung verändern. Der Vorteil von dem Wasserwerfer an dem Kran ist natürlich die enorme Wurfweite durch den Ausleger. Und natürlich dann auch der sichere Abstand, gerade bei Chemiefachfirmen, wenn es mal wirklich zu austretenden Gase kommt, hat man die Möglichkeit, die Dämpfe niederzuschlagen. Somit ist man im sicheren Bereich. Man kann das aus der Ferne mit einer Fernbedienung bedienen. Und es ist keiner, wo dann oben an der Spitze, so wie bei einer Drehleiter, im Korb steht, wo das bedient mit Atemschutz. So sind wir hier im sicheren Bereich. Bis jetzt gab es absolut keine Probleme mit dem Fahrzeug, hat uns auch noch nie im Stich gelassen. Auch das Vorgängermodell, der 1040er, war auch sehr zuverlässig von der Technik. Also da kann ich jetzt nichts Negatives dazu sagen.